Kevin Weidlich, was für eine bittere Woche für Energie Cottbus. Erst dieses Drama im DFB-Pokal und heute wieder in der letzten Minute noch den Ausgleich gegen den SV Meppen bekommen. Wie sehr tut das weh? Ja, mir fehlen gerade die Worte. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich glaube, das war ein Fight von beiden Seiten und den verdienten Führung. Danach verlieren wir ein bisschen den Faden und dann versuchen wir halt über Kampf die 3 Punkte hier zu lassen und dann kriegen wir so ein bitteres Gegentor nochmal. Muss man jetzt aufarbeiten und dann ja, die negativen Sachen ansprechen und dann wird der Punkt sein, geht es weiter davon. Das war ein Eckball, ist da so im Hinterkopf ein bisschen dabei. Letzte Minute, letztens haben wir erst das Gegentor bekommen, haben da alle so ein bisschen gezittert, aber woran lag das in der Situation? Also ich kann jetzt nur von mir sprechen, bei mir war überhaupt nicht jetzt das Spiel vom Montag gekocht, mir war einfach nur im Kopf so, komm, das Tor verteidigen und unser eigenes Tor verteidigen und dann das Beste was machen. Und hoffentlich fällt der Schiri ab und dann halten die 3 Punkte hier. Und trotzdem haben wir das Spiel gemacht, wir haben trotzdem Sachen aufgearbeitet. Vielleicht brauchen wir das. Am Montag waren es 120 Minuten, hat am Ende vielleicht heute auch die Kraft gefehlt. Hat fast die gleiche Mannschaft gespielt. Ja, nee, auf die Kraft würde ich das jetzt nicht schieben. Wir hatten jetzt lange eine Pause. Das Trainerteam hat uns richtig auf das Spiel vorbereitet. Wir hatten eine Pause gehabt und ich glaube, daran lag das Spiel vielleicht nicht. Vielen Dank.